Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Die neue Woche beginnt und wir müssen uns erneut um das Thema Unwetter, Gewitter, Hagel und Sturmböen kümmern und Platzregengüsse dazu. Die höchsten Regenmengen heute Nachmittag innerhalb von maximal 2 Stunden. Bayersbronn im Schwarzwald 78 Liter pro Quadratmeter. In Bad Dürkheim in der Pfalz waren es 50 Liter. Und das ist noch nicht das Ende. Es entstehen gerade immer wieder neue Gewitterzellen. Wir können uns mal die letzten Stunden anschauen auf den Radarbildern. Sehen wir, am Nachmittag gab es die ersten stärkeren Gewitter in Nordrhein-Westfalen. Und zwar zog hier eins vom Niederrhein Richtung Münsterland. Wir haben das immer lupen lassen. In Borken gab es zum Beispiel innerhalb von einer Stunde 35 Liter pro Quadratmeter. Aber jetzt schauen wir mal Richtung Baden-Württemberg. Dort passiert gerade das meiste. Aus dem Schwarzwald heraus haben sich mehrere einzelne Gewitterzellen jetzt hier gerade zu einem großen roten Fleck versammelt und werden weiterziehen Richtung Stuttgart. Hier ist vor allem Starkregen ein Thema. Und jetzt schauen wir Richtung Schweiz, zu diesem untersten Bogen, der nämlich schneller vorankommt. Jetzt Richtung Bodensee. Dort sind schwere Sturm- bis Orkanböen dabei. Im Kanton Thurgau südlich des Bodensees wurden in der letzten Stunde 133 Kilometer pro Stunde gemessen. Also das sind die Themen, die uns heute Abend beschäftigen. Und auch in der Nacht, vor allem in der ersten Nachthälfte, werden wir zum einen dieses Starkregengebiet haben, was dann von Stuttgart weiterzieht Richtung Franken. Und zum anderen diese Böenfront mit schweren Sturm- bis orkanartigen Böen, die im Süden Baden-Württembergs rund um den Bodensee präsent sein wird. Die Temperaturen meistens 15 bis 19, in Berlin 20 Grad. Morgen Vormittag fangen wir zunächst etwas ruhiger an, aber schon bald bilden sich neue Schauer und Gewitter, vor allem hier so quer durch die Mitte Deutschlands, auch im Süden. Und am Nachmittag, morgen könnte es noch heftiger werden als heute. Zum einen haben wir im Norden, so von NRW bis nach Niedersachsen rüber, einen Streifen, wo es wirklich starke Gewitter geben kann, auch mit Hagel und Starkregen. Und zum anderen auch morgen wieder eine Böenfront, allerdings mit noch höheren Windgeschwindigkeiten, die sich dann so von Bodenseeraum und der Ostalb Richtung Bayern bewegt. Hier sind wirklich verbreitet Orkanböen morgen möglich. Achten Sie da besonders drauf. Temperaturen 20 bis 26, im Nordosten bis 33 Grad. Der Wind spielt außerhalb der Gewitter kaum eine große Rolle. Die weiteren Aussichten, am Mittwoch noch Gewitter und Schauer, am Donnerstag nur noch Schauer. Die Energie geht so langsam raus, weil es kälter wird. Am Donnerstag nur noch 19 bis 25 Grad.